Guten Morgen und frohe Ostern. Das habe ich gestern, glaube ich, vergessen in dem Vlog, weil die immer einen Tag zeitversetzt sind. Dann ja, vergesse ich das schon mal. Es ist heute Ostersonntag. Genau, so, ich muss überlegen. Wir sind nicht so die Osterfeiermenschen, ehrlich gesagt. Also es gibt Kleinigkeiten bei uns, so bis 5 Euro oder so zu Ostern. Verstecken brauchen wir es für Calvino ja nicht mehr und für Livia noch nicht. Livia kriegt auch gar nichts, weil die ist jetzt 10,5 Wochen alt. Die kriegt das eh nicht so mit. Ja, und weiß ich nicht wann, nächstes oder übernächstes Jahr würden wir dann auch wohl was verstecken im Garten. Aber bis dahin ja, gibt es halt nichts. Und Calvino ist halt groß, der kriegt seine Kleinigkeit so. Habt ihr ja schon gesehen, der hat ja dieses Jahr diesen Kickertisch bekommen, den wir selber geschenkt bekommen haben. Und dann kriegt er noch eine Kleinigkeit, das ist immer so ein Highlight für ihn, ein Videoabendgutschein. Das ist dann so, dass er halt ganz lange wach bleiben darf und Videos gucken darf oder was auch immer er dann machen möchte mit seinen Medien, die er da zur Verfügung hat. Ja, das ist immer das schönste Geschenk, ein Videoabendgutschein. Und ansonsten wird Ostern nicht groß gefeiert. Klar, wir treffen uns mit der Familie, aber ja, das war's auch, ehrlich gesagt. Es ist jetzt das Erste, was ich mache heute im Haushalt quasi. Ich war heute Morgen kurz duschen. Ach so, was ich mache, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Genau, die Waschmaschine. Ich war heute Morgen nur kurz duschen. Dann hat die Molla auf dem Kissen vor der Dusche gespielt. Und dann habe ich jetzt eigentlich nur gestillt die ganze Zeit. Dann ist sie immer eingeschlafen. Sobald ich sie abgelegt habe, ist sie aufgewacht und so. Jetzt habe ich sie nochmal gestillt. Habe ganz lange gewartet mit ihr so auf meinem Stillkissen am Tisch. Habe das Video in Ruhe geschnitten, was ihr heute Abend sehen könnt und so. Habe Instagram gemacht. Und jetzt habe ich versucht, sie abzulegen. Und sie hat weiter geschlafen und noch schläft sie. Ich versuche jetzt so viel wie möglich zu machen. Also Wäsche und Wischen und sowas alles, weil heute Bernds Eltern zu Besuch kommen. Und ja, Bernd ist schon in der Küche. Kann ich euch eben zeigen. Der macht nämlich hier Einkochung. Aha, erwischt. Er macht gar nicht die Einkochung. Er macht Handy. Nein. Ich guck gerade, ob die Viecher Champignons essen dürfen. Ach so. Weil da Champignons drin sind. Aber wenn sie die nicht essen dürften, dann würden sie die gar nicht erst anrühren. Echt jetzt? Über den, ne, Schätze drin. Und bei welchen Tieren hast du jetzt gegoogelt? Ich habe Gänse und Ziegen. Okay, ja, cool. Bernd macht hier die braune Soße, die wir ja einkochen und verkaufen möchten, irgendwann in ganz weiter Zukunft. 18 Wochen. In 18 Wochen. Und wir hatten ja hier die Gläser bestellt. Genau. Das ist doch gerade schon her. Das habe ich auf Instagram erzählt. Ich komme selber auch oft durcheinander. Ja, genau. Und die wollten wir halt ausprobieren, ob die dann auch ein halbes Jahr lagern kann. Mindestens, ne? Unsere feine Soße. Wenn sie ein halbes Jahr wird. Wenn sie ein halbes Jahr wird. Ja, wir müssen auf jeden Fall welche aufbewahren, dass wir die einlagern. Genau. Gut, dann starte ich jetzt mit dem Haushalt. Bernd bringt kurz Müll weg und ja, melden wir uns nachher wieder. Ja, das eben den Müll wegbringen und Murphy steht an der Tür und bellt. Ich muss heute Abend mit Bernd unbedingt mein Online-Banking einrichten, denn es ist etwas Doofes passiert. Und zwar haben einige von euch, also es ist alles ist nichts Schlimmes, ne? Einige von euch haben diese Dinger bei uns bestellt, diese Blöcke. Wo ist einer, dass ich euch ihn zeigen kann? Ja. Diese Blöcke mit den Einkaufslisten und Menüplan, was es so zu essen gibt und To-Do-Listen. Und dazu auch die passenden Kühlschrankmagneten. Und ja, die kann man ja halt per PayPal bezahlen oder Überweisung. Und ich hatte kein Online-Banking und dann wurde das halt überwiesen. Ich bin jetzt natürlich nicht jeden Tag zur Bank gelaufen oder gefahren und habe nicht geguckt. Und ja, so hat dann halt jemand überwiesen. Das war schon 3 Tage drauf und dann habe ich es erst abgeschickt. Und das ist halt voll doof, fand ich doof. Ich hoffe, das ist jetzt auch mittlerweile angekommen. Aber ja, jetzt habe ich halt Online-Banking angemeldet. Ich habe mich da immer voll gegen gewehrt. Deswegen hatte ich das nicht, aber ja, jetzt brauche ich es halt wirklich, damit ich jeden Tag sehen kann, wenn jemand das bestellt und bezahlen möchte, nicht per PayPal, weil nicht jeder hat PayPal, dann, dass ich sehe, wann das Geld eingegangen ist. Genau. Achso, und falls ihr fragt,
die Information, wie ihr das bestellen könnt, ist unten in der Infobox. Genau, da kommt der Bernd. Hallo, was hast du? Er war ganz traurig, er hat großen Herzschmerz gehabt, als du weg warst. Er hat gejault und richtig gejault. Ja, er wusste, wenn du kommst, dann gibt es was Feines, ne? Ja. Komm, wir zeigen mal den Boden, wie dreckig der ist. Der ist richtig siffig. Ich muss jetzt unbedingt wischen. Das mache ich jetzt auch. Hast du der ist süß, ne? Mit seinem Schnäuzchen, wie er jault. Er sagt, ich hab das wie vergessen. Er saß doch da wie bist immer du, auf dem Stuhl. Bist du Teilter ohne ihn gegangen? Herrchen hat die Leine ohne Smurfy mitgenommen. Da quatscht das Schnäuzchen. Gut, Leute, bis gleich. Ich wisch jetzt. Ich zeige jetzt extra, dass du wischst. Bitte? Ich zeige jetzt extra, dass du wischst. Warum? Und hast du wieder liebe Kommentare. Bester Bären. Toller Ehemann. Ja, dann ist mir egal. Hauptsache, du bist ja wieder mit. Es war ein kurzes Vergnügen von einem Mäuler im Laufstall. Ja. Komm her. Ja. Jetzt kommst du gleich ins Tragetuch, ne? Da schläft sie echt immer noch am besten und dann komme ich auch weiter. Ne? Das ist halt eure Natur, ne? Nah bei der Mutter. Ja, nah bei der Nahrungsquelle. Ist ja auch okay, aber schlafen muss sie ja auch, sonst wird sie irgendwann ganz ungemütlich, ne? Ja. Hm? Wie du? So wie ich. Opa, hast du Wurf gemacht? Oh, erzähl mal was. Erzähl mal was. Oh. Wie der Eddy mich anguckt. Hast du die Kamera gesagt? Mhm. Eddy sagt, ich bin im Film, ich muss jetzt Haltung bewahren. Kann ja nicht so lässig hier sitzen wie er gerade. Oh, was hast du zu erzählen? Was hast du zu erzählen? Ja, war das so anstrengend heute Morgen mit der Mama? Hat das so anstrengend? Hat die immer nicht festgehalten? Hat immer reingekniffen im Nippel? Ja. Ich bei ihr? Nein, sie muss ja. Die immer reinkneifen, damit du still hältst. Ja, ja. Ja, dreimal? Oh, gibt's ja nicht. Ja? Bei uns gibt's jetzt Essen und zwar haben wir Pommes, Kroketten und Schaschlikreste. Was der Bernd, wann hast du das gekocht? Vorgestern, glaube ich, ne? Gab's das? Ja. Ja. Ach so, und es gab wieder Ostergeschenke für die Maus. Nein, das wird nicht geschlachtet, das Osterlamm. Da ist auch schon Taler drin. So ein Sparschwein kann man ja immer gebrauchen. Ein Glas, die ganzen Zweier. Wir haben das Glas mal erzählt und die ganzen Zweier habe ich da reingetan. Ja, aber deine Eltern haben auch Geld vorher schon hier reingemacht. Ja, genau. Also so ein Sparschwein kann man ja immer gebrauchen. Und für Calvino gibt es das. Leckereien. Ne, Molly? Für uns? Für uns? Stimmt, wir haben auch Geschenke bekommen. Vergessen. Wir sind nicht wichtig. Ja, das ist das, was Bernd eingekocht hat. Die ganzen Gläser, die sind fertig. Die dürfen schlafen. Die müssen ja 24 Stunden... Wasser eingekocht für die Krise. 24 Stunden ruhen müssen die. Und hier ist unser Geschenk. Diese Kaffeekanne, wisst ihr, wir nehmen die immer. Für Kaffee habt ihr schon ganz oft gesehen in Videos bei uns. Und im Laden hattest du auch eine und dann sind uns mal eine ist mal kaputt gegangen und so. Und hat der Bernd noch so eine von Poco am Laden jetzt, ne? Und die ist halt größer, da kann man mehr Kaffee drin machen. Deswegen haben wir so eine für zu Hause noch geschenkt bekommen. Genau, die gibt es bei Poco, wenn jemand auch eine haben möchte und einen Test machen möchte, um jetzt bei Poco einkaufen zu gehen. Dann könnt ihr euch die nachkaufen. Und wir essen jetzt. Und Eddy ist am Verhungern. Genau. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Smurfy. Den Kopf gestellt. Den geilen Dip auch noch von gestern. Ne? Ach stimmt, den können wir auch dabei futtern. Dabei? Nicht? Möchtest du? Nicht? Nee, muss ja nicht. Das gar nicht. La 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 la. Na na na. Ist doch gut, Maus. Ja. So. Ihr Lieben, einen Moment. Ja, hat jemand Hunger? Ja, hast du Hunger? Ja, ich weiß. Du kriegst doch, mein Schatz. Hier. Ja. Oh. Oh, die Maus. So.
Ne? Hoppala. So. Eieiei. So. Bernd ist jetzt nochmal eben mit dem Smurfy raus. Ich versorge die Kleine. Der Kamin ist an. Und wir gucken jetzt einen Film. Also wir müssen uns noch einen raussuchen. Wir würden gerne einen gucken, um den Abend ausklingen zu lassen. Mister! Mister! Die gucken! Jetzt ist was los. Die gucken! Der hat doch eigentlich nur angefangen zu bellen, weil da im Film dann was war, ne? Ja. Was ist das? Die Taschentücher. Wo ist er? Wo ist er? Wir haben einen Film angefangen und zwar mit Tom Cruise. Gucken wir. Den haben wir beide schon mal gesehen, aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Der ist ganz gut. Mit dem ist die Maus wach, deswegen machen wir Pause. Wie gesagt, der hat ein Auto gehupt in seinem Traum, hat er gedacht, da kommt einer die Treppe hochgefahren, Taxi, und deswegen halt zu mir. Ja, in dem Film hat halt ein Taxi gehupt, ganz viel. Alles ist. Chi, Gesundheit, Gesundheit. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gerade Abendbrot gegessen. Oh, sorry. Abendbrötchen, wir haben uns Brötchen aufgebacken. Ich wollte mir meinen Löwenzahnsirup aus Ungarn essen. Ich kriege das nicht auf, das Glas, und Bernd ist nicht da. Der ist mit dem Smurfy raus. Also, Agavendicksaft. Ich glaube, man hört im Hintergrund noch den Film laufen. Sorry, der war doch nicht so gut wie gedacht, wie ursprünglich gedacht. Machst du da? Hm? Ja, meine Güte, die ist am Sabbern heute. Jedenfalls, ich hatte noch eine Frage von Instagram, die ich euch beantworten wollte, die ich gefragt wurde. Stört der Ton hier, geht, ne? Jedenfalls wurde gefragt, warum man erst meistens beim zweiten Kind darauf kommt, Langzeitstillen und so bedürfnisorientiert zu erziehen. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber mir ist es halt, dass ich jetzt 10 Jahre dazwischen habe und mich jetzt viel besser informieren kann als damals vor 10 Jahren, weil vor 10 Jahren war es noch nicht so populär mit dem Internet. Ja, du willst auch mitreden, ne? Genau. Und ob das mit dem Langzeitstillen wirklich klappt und ob ich das wirklich umsetze, also klappen würde es schon, aber ob ich es wirklich umsetze, das weiß ich ja noch gar nicht. Ich entscheide das so ganz spontan. Ich bin froh, dass es jetzt klappt. Ja, ne? Jetzt wird die Maus 11 Wochen. Und das sieht gut aus. Und den Rest lassen wir auf uns zukommen. Ich würde den Vlog jetzt hier beenden. Die Maus wird unruhig. Ich möchte noch essen. Und dann gehen wir schlafen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.